Ja. Sitzen wir da? Jetzt sitzen wir da. Mhm. Wir haben mal kurz eine halbe Stunde wegen Zeit. Und weil wir zur Zeit haben, wollten wir uns einmal Kameraeinstellungen anschauen, oder? Kameraeinstellungen, ja, weil ich finde, Kameraeinstellungen sind sehr wichtig. Ja. Was sagst du eigentlich zu unserer Bildgestaltung? Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich finde das super. Das grenzt schon fast an Kunst. Und ob das wirklich Kunst ist, das fragen wir jemanden, der sich damit auskennen müsste, genau. Oder? Du traust jetzt da mit Roland Emmerich, Day After Tomorrow, und dann kommst nach Bayern und traust da die Komödie eine ganz heiße Nummer. Wie kommst du zu dem? Wegen dem Markus Goller, es geht immer über Menschen. Ich habe den Film Friendship mit Markus gemacht in Amerika und so ist dann das alles zusammengekommen. Was machst du da den ganzen Tag? Ich rede mit dem Regisseur und streite mich und versuche, ihn zu überreden, dass das, was ich denke, richtig ist und nicht das, was er denkt. Du hast eigentlich einen ziemlich bequemen Arbeitsplatz, oder? Da den ganzen Tag auf der Dolly rum, ein bisschen sitzen. Das schon. Ja, Luxus, oder? Klar, und dann ab und zu muss ich ein bisschen deuten. So. Kameramann musst du ja auch über alle anderen Abteilungen Bescheid wissen. Also hauptsächlich, denke ich mal, Licht, oder? Ja, das ist meine Abteilung. Aber ich muss auch über den Ton wissen und über die Regie wissen und über die Setaufnahmeleitung wissen. Man hat immer zu wenig Zeit, man muss immer Kompromisse machen und dann muss man die richtigen Kompromisse machen. Du hast mit Studentenfilmen angefangen und bist jetzt aber einmal Kameramann in Hollywood. Jetzt erklär das mal einem Studenten, der im Bayerischen Wald wohnt, wie das funktioniert. Ja, das ist also, ich wollte nicht mal. Ich hab das ja gar nie in Betracht gezogen eigentlich. Ich war der Uni und ich ging dann effektiv an eine Filmschule, also London Film School. Und das war ganz interessant. Also das war ein sehr großer Schritt für mich, wegzugehen und in eine andere Sprache anzugehen. Also wegzugehen ist immer... Was ist das Beste, was man machen kann? Man kann immer zurückkommen. Ne? Also. Und dann bin ich mit Mike Hoffman zu seinem zweiten Film, Promised Land, den habe ich lange vorbereitet, über 2-3 Jahre. Schließlich haben sie einen Kameramann gefunden. Und nach der ersten Woche wurde der gefeuert. Und der Produzent hat mich angerufen an einem Sonntagmittag und hat gesagt, morgen kannst du übernehmen für 2 Tage, bis wir jemanden finden. First Unit. Und dann habe und so ging das und dann haben sie mich behalten, weil ich so billig war. Was darfst du uns jetzt mit auf den Weg geben? Machen, was du selber möchtest. Und du musst dich vor allem mit Menschen zusammentun, mit denen du auch zusammenarbeiten möchtest. Und es ist besser, einen kleinen Job zu machen, auf einem guten Projekt, als auf einem schlechten Projekt der Chef zu sein. Es bringt dich am meisten weiter, mit guten Leuten, die in deinem Gebiet, die du bewunderst, zu arbeiten. Du musst dich darauf einlassen, auf dieses Zigeunerleben, das es am Schluss ist. Bereit sein, nie zu wissen, ob du einen Job je wieder kriegst. Und mit der Erfahrung, mit der Zeit lernst du, dass schon wieder immer ein neuer kommt. Ihr beide mit euren, jetzt habt ihr die Hosen nicht an, aber so im Militäroutfit jeden Morgen, habe ich zu Anfang gedacht, was sind das für Typen? Sind das so Paramilitär? Dann merkt man, das sind ja ganz tolle Typen. Und das hat mich sehr gefreut. Und viel Erfolg. Viel Erfolg. Danke. Dann trinken wir nochmal. Auf unser Abschlussfest. Und wir sagen mal, pfiat euch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Und die Lucky Barriere verabschieden sich jetzt. Und zwar für immer. Drehschluss.